Also das ist etwas, was ich sehr gut kann, schnell viele Ideen. Nee, Verben sind nicht so meine Stärke. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und eigentlich gibt es auf meinem Kanal ganz viele Näh- und DIY-Anleitungen jeden Dienstag. Leider habe ich heute keine DIY-Anleitung für euch, einfach weil ich es zeitlich gerade überhaupt nicht mehr schaffe. Ich bin ja in den letzten Zügen für mein Buch. Die meisten von euch wissen ja, dass ich gerade ein Buch schreibe. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Bin in den letzten Zügen. Deswegen gibt es heute ein Statusvideo zum Thema Buch. Es ist eher eigentlich ein Video, was an einem Samstag kommt, aber dadurch, dass das jetzt alles doch sehr, sehr knackig war in der Produktion, hoffe ich, dass ihr mir verzeiht, dass es heute kein DIY-Video gibt. Dazu aber auch später nochmal mehr. In diesem Video möchte ich euch erzählen, was bisher geschah, was so der Ablauf war, was passiert ist. Und ich zeige euch ein paar Einblicke in das große Shooting, was wir letzte Woche hatten. Und außerdem habe ich euch auf Instagram gefragt, was ihr denn eigentlich über das Buch wissen wollt. Und die Fragen beantworte ich euch auch noch. Legen wir also los. Nach dem letzten Video ging die Planung los und die Taschen mussten natürlich genäht werden. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist mir natürlich zu überlegen, welche Taschen nähe ich überhaupt. Und da war Planung super, super wichtig. Ich habe ja für das Buch drei Sponsoren mit an Bord, und zwar Snaply, Swaping und Prien. Und dann ging es am Anfang darum, wirklich eine große Liste zu machen, wo ich jede Tasche aufliste und mir überlege, welches Material, welche Stoffe, welche Taschenaccessoires, welche Werkzeuge brauche ich für jede einzelne dieser Taschen. So, und das ist schon ordentlich viel Arbeit gewesen. Ich habe auch immer ein bisschen mitgefilmt und ich, ja, zeige euch mal, wie das so war in der Planungsphase. So, ihr Lieben, hier ein Update mit der Vlogging-Kamera zum Thema Buch. Genau, die Planung ist halt hier das A und O. Das heißt, da fange ich jetzt gerade mit richtig an. Und ich habe mir jetzt eine große Liste gemacht, wo ich jetzt gerade für jede Tasche das Material raussuche. Und ich hoffe, dass ich damit heute durchkomme, heute den ganzen Tag quasi dafür geblockt. Ja, an einem Tag habe ich das leider nicht geschafft, das habe ich völlig unterschätzt. Ich habe 3 Tage dafür gebraucht, einfach nur das Material rauszusuchen. Und das wurde mega spannend dann, weil es kamen super, super schnell die Pakete. Das war so aufregend, dann die Stoffe wirklich zu sehen und zu fühlen und zu merken, oh mein Gott, es geht los. Da ist die große Wunderkiste. So, der zweite Schwung Pakete ist da, und zwar von Swaping. Yay, und auch der riesige Snappy-Karton ist da. Du, du, du. Ich habe dann alles sortiert und in so kleine Tütchen gepackt. Ich nenne das immer so Projekttüten, und jede Tasche hatte quasi eine einzelne Projekttüte, wo dann alle Taschenaccessoires schon mal drin sind, damit ich dann auch weiß, ob ich wirklich alles habe. Und dann habe ich die erste Tasche genäht, das war super aufregend. Dann die zweite, die dritte, und dann war das so, oh mein Gott, es sind noch so viele Taschen. So, guten Morgen. Es wird mal wieder Zeit für ein Update. Ich habe jetzt 9 Taschen schon genäht. Also, das ist schon mal mehr als die Hälfte geschafft. Aber es ist krass, nächste Woche ist das Covershooting und ich drehe gerade ein bisschen durch, weil es ist schon echt viel. Der Plan war eigentlich, jeden Tag eine Tasche zu nähen, aber das habe ich nicht lange durchgehalten. Ich habe aber einen großen Produktionsplan gehabt und habe halt geschaut, ob ich immer im Zeitplan bin. Manchmal hing ich ein bisschen hinterher und dann habe ich es wieder aufgeholt. Das hat auf jeden Fall gut geholfen, und ich bin ja auch ein Planungsmensch. Vielleicht ist es schaffbar. In 2 Wochen müsste ich rein theoretisch alles fertig haben. Auf jeden Fall freue ich mich mega auf das Covershooting. Das ist nächsten Dienstag, Mittwoch. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, auch mitzufilmen. Oh Gott, hier sieht's aus. Alles voller Kisten. Für das Covershooting habe ich ganz viel bestellt und muss jetzt noch ganz viel lackieren. Und auch hier stapelt sich gerade die Deko nach Farben sortiert. So, heute ist es soweit. Heute ist das Covershooting. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe echt das Gefühl, mir springt das Herz aus der Brust. Aber es ist alles so gut vorbereitet. Und ja, ich werde gleich mit dem Taxi abgeholt. Ich habe echt viel Zeug. Und dann geht's heute los. Und wir shooten heute hoffentlich 2 Welten. Und zwar Gelb und Mint. Das Buch soll aufgeteilt werden in 4 Farbwelten. Ich habe mir dann genau das Konzept überlegt und so. Deswegen sollte es eigentlich ziemlich cool werden. Allerdings haben wir super wenig Zeit. Und jetzt muss ich gerade meine Nägel trocknen lassen. Das ist immer das Schlimmste, wenn man Stress hat, die Nägel zu trocknen. Fällt ja noch dies ein und das. Und Ohrringe müsst ihr noch reinmachen. Mit frischen Nägeln schwierig. So, dann geht's los. In 1, 2, 3.
Covershooting war wirklich, wirklich großartig. Ich hatte ein tolles Team, einen tollen Fotografen und eine gute Freundin, die quasi Set-Assistenz, heißt das, glaube ich, gemacht hat. Großartig, wir haben alles geschafft in 2 Tagen. Ich hatte einen sehr knackigen Plan geschrieben und wir waren voll in der Zeit. Und ich finde die Fotos wirklich großartig, ich bin ein großer Fan. Es hat auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, man weiß es ja immer nicht. Heute ist es dann soweit, dass ich wahrscheinlich heute Nacht, wenn es alles klappt, die letzte Tasche nehmen werde. Oh mein Gott. Und dann werde ich den Rest der Woche nur noch daran sitzen, Anleitungen zu schreiben. Also ein paar Fotos muss ich ja auch noch machen von den Taschen, die ja beim Shooting noch nicht fertig waren. Die wollen ja auch noch fotografiert werden. Und ja, Sonntag fliegen wir in Urlaub. Ja, ich hoffe, dass ich bis dahin alles schaffe und nichts mit in den Urlaub nehmen muss. Mal gucken. Auf jeden Fall kann es sehr, sehr gut sein, dass ich es nicht schaffe, für nächste Woche ein Video vorzubereiten. Und dadurch, dass wir dann drauf den Montag erst wieder kommen und der Montag ja immer sehr nah an dem Dienstag dran ist, kann es auch sein, dass ich die Woche danach kein Video habe. So, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Danach geht es ganz normal weiter. Ich habe auch ganz tolle Videos geplant. Da kommen wieder richtig coole Näh- und DIY-Anleitungen. Aber jetzt gerade ist es einfach alles ein bisschen fett. Ich habe auf jeden Fall 2 Ideen, wie super einfache, schnelle Näh-Ideen. Die schaffe ich vielleicht noch umzusetzen. Ich gebe mein Bestes, aber seid mir nicht böse, wenn es die nächsten Wochen keine Videos gibt. Das wäre auch das erste Mal, das ist auch für mich krass. Glaubt mir, es ist nicht nur für euch krass. Aber euer Feedback bis jetzt ist so großartig zu dem Buch. Ich bekomme so viel positives Feedback, so viel Positivität. Auch wenn ich auf Instagram manchmal meckere und sage, es ist so viel. Dann kommt immer, ja, du schaffst das und du bist so ein fleißiges Bienchen. Ich habe auch noch nie so viele Bienchen-Emojis bekommen wie in der aktuellen Zeit. Ich habe euch nämlich auf Instagram auch gefragt, was ihr wissen wollt, welche Fragen ihr zum Buch habt. Und die Fragen gehe ich jetzt mit euch mal durch. Eine der häufigsten Fragen war eigentlich, wie es dazu kam, ob der Verlag auf mich zukam, wie ich mir einen Verlag gesucht habe. Und ich muss sagen, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also, ich schreibe das Buch ja mit dem Frech Verlag und ich habe mit dem Frech Verlag schon sehr lange eine enge Freundschaft. Wir haben ja zusammen die Craft Challenges gemacht, das war eine Kooperation, so wie sie auf YouTube üblich ist. Und dadurch, dass ich ja damals auch noch fest angestellt war und YouTube nebenbei gemacht habe, war halt am Buch einfach zeitlich nicht zu denken. Also klar war die Idee mal irgendwie da, aber es war einfach nicht umsetzbar. So, und jetzt, seitdem ich mich im März selbstständig gemacht habe, rückte der Gedanke irgendwie näher und es war irgendwie einfach an der Zeit. Ich habe den Frech Verlag dann auch auf einer Messe getroffen. Das klingt immer so, ich habe den Verlag getroffen. Das sind natürlich echte Menschen dahinter und sehr liebe Menschen. Und ich habe dann auf Messen getroffen und dann halt auch mal so angekündigt, dass ich mich wahrscheinlich selbstständig machen werde. Und dann fühlte sich das von beiden Seiten so an wie, dann könnte man nochmal über das Thema Buch nochmal nachdenken. Und dann kam es so zustande und es war einfach so ein beidseitiges Einverständnis, dass jetzt, now is the time, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wird es auch Schnittmuster und Stoffverlinkungen im Buch geben? Also ja, es wird auf jeden Fall Schnittmuster geben und Stoffverlinkungen, also ich werde versuchen immer hinzuschreiben, dass ihr, wenn ihr dann danach sucht, den Stoff dann auch so findet. Wann erscheint das Buch? Auch eine sehr häufige Frage. Darauf antworte ich meistens Anfang 2019. Wir haben uns vorgenommen und es ist sehr sportlich, dass es im Januar rauskommt. Vielleicht schaffen wir aber auch erst Februar. Aber ja, Anfang 2019. Was wird es kosten? Diese ganzen Infos, was wird es kosten und wo kann man es vorbestellen und so, das mache ich auf jeden Fall auch nochmal in einem Follow-up, also einem späteren Statusvideo. Ich versuche jetzt monatlich diese Statusvideos zu machen bis zum Januar dann. So lang ist es ja auch gar nicht mehr, bald ist Weihnachten und so. Genau, wir wissen ungefähr, was es kosten wird, aber ja, das machen wir dann alles in Ruhe. Jetzt muss es erstmal geschrieben werden. Das klingt jetzt so, als wenn es 50 Euro kosten würde. Das wird nicht 50 Euro kosten. Wie viele Taschen kommen in das Buch? Auch das ist sowas, was ich irgendwie noch gar nicht so richtig kommunizieren möchte. Es sind mehr als 15 wahrscheinlich. Nein, wir haben eine Zahl. Dadurch, dass einige Anleitungen etwas länger sind, habe ich so ein Bauchgefühl, dass es sein kann, dass wir nochmal kürzen. Und deswegen kommuniziere ich das jetzt einfach noch nicht, aber mindestens 15, sagen wir so viel. Gibt es Vorlagen, an die man sich halten muss oder die dich einschränken oder bist du ganz frei? Das ist ein spannendes Thema, weil ich habe auch gedacht, dass ich mich mehr einschränken muss und es mehr Vorgaben gibt. Aber weil ich auch so ein Planungsmensch bin, ich bin halt mit dem Konzept losgerannt und das fand der Frech Verlag sehr gut und die kennen mich ja auch. Und ich darf im Prinzip bis jetzt eigentlich machen, was ich für gut finde. Und bis jetzt wurde ich noch nicht gebremst oder ich wurde auch nicht eingeschränkt. Ich meine, klar gibt es sowas wie, ja, die Tasche sollte auf so und so viele Seiten passen und das Cover muss so und so groß sein. Aber das war's auch schon. Also ich darf machen, was ich möchte.
Und das finde ich sehr, sehr gut. Ist das Buch auch für Fortgeschrittene oder richtet sich mehr an Anfänger? Die Frage kam oft auch andersrum, also ob auch Anfänger was finden. Und ich sage zu beiden Fragen ja. Wird es auch Videoanleitungen zu den Taschen aus dem Buch geben? Ja, aber nicht zu allen, aber zu mindestens 3 Taschen aus dem Buch wird es auch hier auf YouTube dann die passende Videoanleitung geben. Wie läuft die Zusammenarbeit? Also schreibst du auch die Texte selbst? Ja, ich mache alles selbst. Also ich weiß, dass es nicht immer so ist, aber ich mache die Schrittfotos selber, ich schreibe die Texte selber. Ich habe das Covershooting geplant. Ja, und soweit organisiere ich alles selbst, aber auch einfach, weil ich halt als YouTuber und Blogger das alles machen kann. Muss man aber nicht. Also es gibt auch andere Autoren, wo das halt nicht so ist. Aber Texte sollte man, glaube ich, schon selber schreiben. Wo bekommt man das Buch? Das war auch eine Frage, die öfter kam. Also ich hoffe überall. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Aber also da, wo man halt Bücher kriegt. Also Buchhandel, online, überall. Aber ich werde euch, seid euch sicher, ich werde euch mit Links zuspammen, wo ihr dieses Buch kaufen könnt. Was machst du mit den ganzen Taschen, die du für das Buch nähst? Das wurde ich auch sehr, sehr oft gefragt. Sonst interessiert euch das doch gar nicht, was ich mit den Taschen mache. Erstmal sammle ich sie in einem sicheren Ort im Wohnzimmer. Ich sammle gerade alles in einem sicheren Ort im Wohnzimmer, also im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer sieht aus, Leute. Oh Gott, mein armer Freund. Genau, also momentan, darüber habe ich halt noch keine Zeit gehabt nachzudenken. Natürlich werde ich sie erstmal da lassen, auch für Promo-Zwecke, wenn wir noch Fotos machen oder auf Messen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich weiß auch noch nicht, was ich danach damit mache. Einige werde ich sicherlich einfach nutzen, aber I don't know. Seit wann arbeitest du am Buch? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Also seit Mitte März mache ich mir Gedanken ums Konzept, glaube ich. Wird das Layout eher sehr verspielt oder clean? Ich denke ja immer, ich bin clean, aber ich glaube, das bin ich nicht. Ich glaube, ich bin eher verspielt. Also so wie immer, nur besser. Wie geht das unter dem Zeitdruck noch so kreativ und so gut gelaunt zu bleiben? Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch nicht immer so gut gelaunt. Also ich setze mich natürlich jetzt nicht hier hin und so, oh, ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock. Nee, das wird nicht passieren, aber sowas sage ich zwischendurch auch mal. Und ich bin schon auch zickig gerade. Doch, kann man so sagen. Ich bin zart beseitet unter Stress. Mache ich dann mehr Ansagen als sonst, die dann so. Aber ja, ich liebe das ja, was ich mache. Und ich finde das Projekt ja auch großartig. Es macht mir halt ganz viel Spaß. Es ist einfach nur zu wenig Zeit. Das kommt so aus mir heraus. Da weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber ja, ich bin die meiste Zeit positiv. Ich habe einfach auch oft gute Musik an und gute Laune und singe viel mit und bin einfach ein positiver Mensch und mag positive Gedanken. Wie viele Personen sind am Ende daran beteiligt, bis es gedruckt wird? Wow, das ist halt auch die Frage, inwiefern beteiligt zählt, ne? Also so das kleine Team quasi sind halt ich, meine Projektmanagerin, würde ich mal sagen, und meine Lektorin. Wir drei sind halt im ständigen E-Mail-Austausch und da geht es dann halt um die Planung und wann was und wie und die Texte hier und die Bilder da. Am Shooting war natürlich der Fotograf beteiligt, dann hatte ich eine gute Freundin, die Set-Assistenz und das Set-Design und so da ganz viel geholfen hat. Und dann habe ich noch meine, ich nenne sie immer meine persönliche Muse, die ihr okay zu allem geben muss. Ja, es gibt halt viele Leute, die, auch mein Freund und meine Familie natürlich, die ganz viel Beistand bringen und Ideen reingeben und so weiter, die jetzt aber nicht fester Bestandteil des Teams sind. Und ich weiß gar nicht, wer dann vom Verlag noch dranhängt, nachdem ich das Manuskript abgegeben habe. Also sicherlich jemand, der die Grafiken macht und das Ganze setzt, dann ich weiß es nicht. Partner darf man natürlich hier auch nicht vergessen, mit dem bin ich ja auch in der Kommunikation. Kann man das Buch dann auch über Amazon kaufen? Ich hoffe, also ich gehe stark davon aus und ihr werdet es wissen. Hast du alles alleine gemacht? Genau, ich habe jetzt sehr, sehr viel alleine gemacht. Das muss man aber nicht. Also ich habe neulich einen Podcast gehört von Elle Puls. Ich kann euch das gerne unten auch mal verlinken. Das ist sehr spannend. Sie hat da eine Autorin vom Prech Verlag auch direkt interviewt. Witzigerweise ich fand es auch sehr spannend. Da wird auch nochmal beschrieben, wie sowas ablaufen kann, wie man sich auf ein Buch bewerben kann. Ich komme ja aus einer anderen Situation. Also als YouTuber, Blogger mit dieser langjährigen Freundschaft schon zum Verlag, bin ich natürlich in einer ganz anderen Position als jemand, der sich so denkt, ja, ich möchte gerne ein Kreativbuch schreiben, aber halt noch keine Reichweite hat, keinen Blog und nichts und der Verlag quasi nicht weiß, also nicht weiß, wie diese Person tickt oder was hat sie für einen Stil, dann ist das nochmal ein ganz anderer Prozess. Hört euch den Podcast an. Also ich habe an vielen Stellen gedacht, nee, das war bei mir ganz anders, aber eben, weil ich als Blogger, YouTuber, Influencer da aus einer ganz anderen Position komme. Genau, eine Frage, die noch öfter kam, war, warum eigentlich nur Taschen? Und ich, also,
ist das eine Frage. Ich nähe ja am liebsten Taschen und ich nähe ja auch auf meinem Kanal sehr, sehr gerne Taschen. Das sind ja auch die Videos, die eigentlich immer am besten bei euch ankommen. Und das ist natürlich wichtig, irgendwie so ein Buch so einen Fokus zu haben und deswegen Taschen nähen. Hattest du die Ideen schnell für so viele Taschen? Ja, das ist was, was ich gut kann, schnell viele Ideen generieren. Wie viele Seiten wird das Buch haben? Knapp 100. Wird es auch ein Buch mit weiteren Anleitungen, also keine Taschen geben? Das kam auch öfter mal, oder das Buch 2. Lasst mich erstmal das erste Buch schreiben. So, ich glaube, dass viele von euch wahrscheinlich denken, so mit dem ganzen Stress, den ich mir jetzt mache, werde ich nie wieder ein Buch schreiben. Aber nö, ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Ich würde ein bisschen was anders machen. Also eigentlich nur eine Sache, nämlich mehr Zeit. So, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Das waren zumindest alle auf Instagram. Viele haben sich gedoppelt oder waren sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie dann oder nehme sie dann im nächsten Video mit auf, weil ich versuche ja jetzt einmal im Monat so ein Statusvideo zu machen. Dann eine schöne Zeit. Bis nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche. Wir werden sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns ganz bald und seid kreativ, habt eine kreative Zeit. Tschüss.